Na, Melissa, spielst du wieder mit unserem Essen? Ich möchte gerne Buchstabensuppe essen. Oh, dann mach ich mit. Herzlich willkommen bei YumTamTam. Wir zeigen euch heute, wie man Buchstabensuppe buchstäblich selber machen kann. Als allererstes müssen wir Gemüse schnippeln. Worüber? Lecker. Okay, ich nehme den Lauch. Wir haben nämlich hier ein Bund Suppengemüse und das wird jetzt in kleine feine Würfel geschnitten. Den Lauch schneiden wir in ganz feine Ringe. Und die Mohrrübe auch. Buchstabensuppe ist ein wichtiges Kindheitsgericht bei mir. Voll. Manche Kinder haben bestimmt damit sprechen gelernt. Ah nee, schreiben. Schreiben, wenn dann. Bisschen auch so ein Ding, wenn man krank ist. Voll. Dann macht die Mama eine Buchstabensuppe und dann geht es gleich wieder besser. Ich schneide noch eine Paprika, damit unsere Suppe auch schön bunt aussieht. Ich habe mich immer gefragt, wie die Buchstaben reinkommen. Also ob es dann so voll viele Zs gibt oder mehr Es, weil wir ja voll viele Es in der Sprache haben. Ah, du meinst, ob die Buchstaben so sortiert sind in Häufigkeit, wie sie auch im Sprachgebrauch vorkommen? Ja, in jedem Land anders. Buchstabensuppe ist auch voll die deutsche Sache, ne? Das gibt es nicht in jedem Land. Nicht. Letter Soup? Letters. Weiß einer von euch, der vielleicht aus einem anderen Land kommt oder woanders aufgewachsen ist, ob es da auch Buchstabensuppe gibt? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Vielleicht reicht das auch schon an Möhre, oder? Das habe ich mir auch schon gedacht. Dann knuspern wir die so weg nachher. Soll ich schon mal die Petersilie hacken? Yes. Die Stängel sind manchmal ein bisschen bitter, deswegen zupfen wir hier schön die Petersilie ab. Und ich kümmere mich schon mal um den Sellerie. Der wird grob geschält. Das ist ja mehr oder weniger nur Deko, da brauchen wir gar nicht so viel. Falls ihr mal Petersilie übrig habt, die könnt ihr einfach in Glas mit ein bisschen Wasser stellen und dann hält die sich ein bisschen länger. Okay, ich hole schon mal eine Schüssel fürs Hack, weil wir machen noch kleine leckere Klößchen. Yes. Während du die Klößchen machst, hole ich schon mal einen Topf, dann können wir schon mal die Brühe warm machen. Sehr gut. Wir haben jetzt hier Geflügelbrühe. Kommt in unseren Topf. Wir machen ganz leckere Parmesanklößchen. Deswegen werde ich jetzt ein bisschen Parmesan rubbeln. Alright. Mini-Lieblingsmoment? Mini. Okay. Aber dafür ist es so ein bisschen explodiert. Stimmt, weil ich so ein bisschen aufgeregt war. Damit das Ganze zusammenhält, kommt noch ein Ei rein. Und natürlich Salz und Pfeffer. Gut. Ein Ei? Oh, okay. I do it. Und für die Aroma ein bisschen Oregano. Und das Ganze wird jetzt vermanscht. Und damit das Ganze schön fluffig ist, kommt noch ein bisschen Semmelbrösel darunter. Okay. Boah, wir sind ja schon fast fertig mit den Vorbereitungen. Ich hole mal einen Topf fürs Nudelwasser. Ja. So, da kommt ein bisschen Salz rein. Na, dann warten wir mal, bis das Wasser kocht und in der Zeit räumen wir mal ein bisschen auf. Okay, was geht so an der Kochfront? Ja, geht voran hier auf jeden Fall. Kocht die Suppe? Ja. Ja. Yes. Dann können wir da ja schon mal unser Gemüse reintun. Hm. Wow. Wow. Gut. Das Buchstabensuppenwasser kocht auch, oder? Yes! Na dann, mal rein mit den Buchstaben. Ups. Mehr Gemüse. Boah, ich mag es voll gerne, wenn so viele Sachen in der Suppe sind. Ja, wenn was los ist zum Kauen. Und ich mag auch, wenn es lecker schmeckt, deswegen kommt noch ein bisschen Zitronenabrieb in die Buchstabensuppe. Ist ja ein Klassiker, ne? Kennt man doch, oder? Die Zitronen-Buchstabensuppe. Und natürlich auch noch ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer. Dann machen wir jetzt kleine Klößchen und die geben wir direkt in die Suppe. So, ja, perfekt. So was hatte ja. Ich? Boah, das erinnert mich auch ein bisschen an Hochzeitssuppe. Stimmt. Haben wir schon mal Hochzeitssuppe gemacht? Das machen wir erst, wenn Flo und du heiraten. Ja. Schwuppdiwupp. Einmal umgerührt. Einer kommt noch. Ein okay, Nachzügler. Okay. Guck mal, da sind die Klößchen schon. So, ich gehe mal Hände waschen. Was macht die Buchstabenfront?
Ganz gut. Ich kann schon mal einen Sieb aufstellen. Yes. Buchstabensalat kommt. Ja. Zack. Boah, man könnte auch voll so die Zukunft voraussagen damit machen. Okay. Nicht Kaffeesatz lesen, sondern Buchstabensuppe lesen? Ja. Okay, pass auf, ich schmeiß jetzt hier rein. Oh, guck mal! Wow! Voll die bunte Suppe. Ich würde sagen, kurz aufräumen und dann richten wir an. Na dann, wollen wir auftun? Ja. Ein Bällchen suche ich uns noch raus, okay? Yes. Okay, bisschen Petersilie. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Boah, super lecker. Vor allem diese Parmesannote in den Klößchen ist wirklich gut. Und es war jetzt total easy. Wir haben eigentlich nur Sachen geschnitten, in den Topf geworfen und gewartet. Also macht Buchstabensuppe auf jeden Fall mal nach. Und wenn ihr es gemacht habt, schickt uns ein Foto unter dem Hashtag YamTamTam. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu drücken, damit ihr kein Video mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Dann gibt's Schwarzwälder Kirschtorte. Bis dann. Tschüss.